Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir uns auf dem Weg nach Byzantium gemacht mit unserem Raumschiff und als wir angekommen sind, hat uns Ellie an der Tür erwischt und wollte uns noch etwas sagen. Deswegen mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Viel Spaß! Since we're in Byzantium, there's something I've been meaning to do. Und das wäre? I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Lustig, hätte ich dich nicht für den Typ Mensch gehalten, der Kontakt hält. Which brings us to where we are today. Several messages and a few years late. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. Du siehst wirklich wie ein verzogenes Girl aus. Tut mir leid, aber so siehst du halt aus. Eigentlich kann ich mir das gut vorstellen. But I worked so hard. I dropped the accent, picked up a swagger, developed a taste for spacer's choice. Genau das ist das Problem. Du versuchst es ein wenig zu sehr. Well, I bet they won't know the difference. I bet they'll barely recognize me. Ich bin stolz auf dich, Ellie. Natürlich solltest du mit deinen Eltern wieder vereinen. Reconnect is a strong word. Nein, ist es nicht. And I was thinking you'd come too. Okay, dann halt, gehen wir. Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Yes? Nein! You're the boss. Anything else? Na gut. Ich nehme an, du hast mir etwas über Harlow zu erzählen. What did I tell you? His down with the man shtick was just an act. No one who yammers that much means half of it. Jetzt kling doch nicht gar... Was? Jetzt kling doch nicht gar so begeistert. Das war Felix' Freund. Obviously not. And better for Felix to know that now, rather than become the next Trask. Ja, man sollte die Leute lieber eine Armlänge auf Abstand halten. Hard for them to get a knife in your back that way. People look out for their own interests. It's a fundamental law of nature, same as gravity and conservation of motion. Da sag ich nur Amen. See, this is what I like about you. You may not be from here, but you fit right in. You're not helping the scientists because you think that crackpot will save the colony. Nein, aber darum geht es ja auch gar nicht. You're right. The point is that self-interest is like self-pleasure. No one wants to admit it, but everyone has a hand in it. Enough about Harlow, though. Anything else? Okay. Ich muss schlafen. Ich muss trinken und essen. So, zum Glück habe ich ordentlich Wasser am Start. Beim nächsten Händler muss ich auf jeden Fall ein paar Sachen verkaufen. Hat doch bestimmt noch anderes Essen am Start, ne? Ja. Yeah. Okay. Auf geht's, Ellie. Du kommst mal mit. Ich nehme Parvati mit und Ellie. Die beiden werden mich jetzt mal begleiten. Aber ich denke nicht, dass wir hier großartig kämpfen müssen. Hört sich halt an wie so eine Siedlung, wie eine Stadt, die einfach nur da ist. Die sieht sauber aus. Warum auch immer das hier nass ist. Achso, weil wir hier im Freien sind. Okay. Frachthafen, Landeplatz für ein Byzantium. Are you still tinkering with that? It's not gonna fix itself. Don't we have repair drones? Na gut. Schauen wir uns erstmal um. Da ist noch eine Werkbank. Hier geht's schon mal rein. Okay. War hier noch eine Tür? Da.
Hier geht's nicht rein. Okay, das habe ich fast vermutet. Do you mind? I'm meeting someone. Mit den Augen rollen und dramatisch seufzen. Oh, you mean I'm supposed to be meeting you? Warum wirkst du so überrascht? Nothing, it's just I thought you'd be taller. Anyway, let's not get hung up on that. The Phoenix is a wanted man and the board has eyes everywhere in Byzantium. Der Phoenix? Yeah, that's my codename for, you know, our mutual friend. Codename. Alles klar. Was ist dein Codename? Oh, I'm Golden Eagle. Natürlich bist du das. Nein, hab ich einen Codenamen? Yeah. I named you Cuckoo. Nichts da, ich bin Goldadler und du bist Kuckuck. That doesn't even make... Fine. Oh, can I be chicken? Because chickens will adopt any critter's baby and keep him warm. You sure you don't want to be Raven or Sparrowhawk? Aw. Okay. Chicken it is. Does this mean I'm supposed to have one too? Fine, but make it a really good one. Let's go with Rufus Hummingbird. Forget it. Codenames are for amateurs anyway. Too late. I've already marked it off. Can't just go reassigning codenames. Anyway, you're looking to make contact with Minister... Magpie, right? I should warn you, it won't be easy. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. Wie bist du eigentlich an diese ganze Sache hier geraten? I've always been fascinated by birds. If you ever research Earth species, there are thousands of them. So colorful and distinct. Here we got 11 flavors of terror rays and not much else. That kind of variety? I mean, gosh. Seems almost impossible. The other thing about birds, though, is their environmental indicators. Wissenschaft. Wenn sie aussterben, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Exactly. I started thinking about everything we see around Halcyon, and all the things we don't see. Zum Beispiel? For starters, you rarely come across anyone living in Byzantium who wasn't born here, even though we get ships in all the time. Trust me, anyone with a lick of sense gets out of here as soon as possible. But most people don't. In fact, most people stay exactly where they start. Doesn't that seem strange to you? Nicht wirklich. And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box around here. People would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course. Ja, so läuft das doch immer. Sure, that part is. That's why they install shredders in those boxes, after all. But one day the shredder broke. No one came to fix it. And since it wasn't working, we didn't have anywhere to file our complaints. So you can imagine how messy things got. I bet your repair folks couldn't find parts. Back in Edgewater, I'd have to take something apart just to put another thing back together. Might have been the paperwork. Here, you have to append forms to your forms, and law help you if there's a single dash out of place. Also, um das Ganze mal zusammenzufassen. Die hatten einen Kummerkasten, wo die Leute Sachen reinwerfen konnten, Zettel reinwerfen konnten, wo sie draufschreiben, ja, vor meiner Tür ist ein Schlagloch, das gefällt mir nicht, bitte ausbessern. So, das wurde dann in diesen Kummerkasten reingeworfen und in diesem Kummerkasten war ein Schredder, der das Blatt Papier direkt geschreddert hat. Dann ist der Schredder aber kaputt gegangen und alles ist in Chaos ausgebrochen, weil keiner mehr irgendwas in diesen Kasten werfen konnte. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh. At first, management put up an out of order sign, but that just seemed to worry people, like they were advertising something wasn't working. They eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations about it. But they never fixed it, never replaced it. Doesn't that seem odd to you? Wenn du mich fragst, war die ganze Idee, einen Vorschlagskasten, schon von vornherein ziemlicher Unsinn.
I don't know how else people are supposed to complain about things they can't change, but that's not the point. The whole episode made me wonder, if they can't fix something as simple as a suggestion box, what else aren't they fixing? After a while, I got connected with our mutual friend and started using my position here to feed him information when I could. That's it, really. Alles klar. Könntest du mich ins Anwesen des Ministers einschleusen? Whoa, I'm not one of your B&E specialists. I just provide intelligence. Wow. Haha. Some of the guards hang around Billingsley's House of Inebriation between shifts. That place is still open? I used to study there during medical school. Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Okay, danke für die Info. Just remember, you didn't hear it from me. Nein, nein. Es muss doch einen Weg geben, den Minister an einem weniger gesicherten Ort zu erwischen. Wie wär's damit? Afraid not. He almost never leaves his home and his guards never leave him. Can't say I blame him. It's scary out of doors. I mean, can you even count how many times we've been shot at? What work specialists, huh? Our mutual friend is really branching out. Na gut. Good hunting, Golden Eagle. Yeah, baby! Technikolas. Achso, weil ich Pavati und Ellie dabei habe. Das ist cool. Ja. Gehen wir erstmal auf 80. Vielleicht reicht das ja schon. Dann. Düstel. Ich würde gerne Meister machen. Bei Wissenschaft. Aber wir gucken erstmal. Schaden gegen Menschen plus 20% ist auch nicht schlecht. Hm. Oder Schloss knacken. Hacken. Schleichen. Schwachstellenschaden durch hinterhältige Angriffe plus 20%. Hinterhältige Angriffe ignorieren 50% der Rüstung des Ziels. Okay. Wir haben unser Ziel erreicht. Oh, Vorteilspunkt. Oh, ich kann doch gar nichts mehr machen. Ja, was gibt's denn hier? Was ist das hier? Trägerkapazität von Begleitern. Du hättest einen Bonus auf Dialogfähigkeiten, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist. Das nehmen wir das. Noch bin ich mit Begleiter unterwegs, klar, aber naja. So, schauen wir uns hier um. Hier ist ein Fahrstuhl. Den wollen wir erstmal noch nicht benutzen. So sauber sieht es eigentlich hier gar nicht, doch nicht so aus. Ein bisschen chaotisch ist es schon. Ja, passt du gut auf deine Sachen auf? Nein. I'll keep it down. Nicely done. Na gut. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns, glaube ich. Hier einfach niemanden juckt, was ich hier mache. Ah, versiegelt. Okay. Rein theoretisch kann ich mit... A UDL security attendant is always prepared. Nothing exciting ever happens around here. Ich habe eine coole Rüstung an. Na gut, nehmen wir den Fahrstuhl. So. Die Fahrstuhlmusik ist cool. Oh, jetzt wird ein Schuh draus. Alter Schwede. Why can't something exciting happen around here for once? Nothing wrong with stability. It means everything's running like clockwork. Reichsbürger? Achso, Reichsbürger. Okay. Want a little fun? Maybe see a marauder ship get blown to bits overhead? What a thing to say. Everyone knows marauders can't fly. Natürlich nicht. Finde ich gut. Roboter reparieren nichts. Sie machen einfach nur kaputte Stellen sauber.
cool. Hey, you. Yeah, you. Wanna be famous? Oh. Kid, you got presence. Natural magnetism. Know what I mean? Was du auch verkaufst, ich kaufe nichts. There's those street smarts. Just the right amount of rough around the edges. Next time, we'll have you say that over the rim of a triple stout. Product placement, baby. Product Listen, placement. Man, you got an agent? Some kind of representation? Betrachte mich als freischaffend. Fresh natural talent. I know it when I see it. Listen, you got a real special quality, raw energy. I see you in pictures, kid. Okay, sag mir einfach, was du anzubieten, was du anbieten kannst. I'm making a feature, Space Pirates of Moros Prime. It's gonna be a hit. But we still need a star, and I think you got the chops. Ah! Captain! You're gonna be in pictures! Already got an entourage, huh? Way to get ahead of the game. So what do you say? You ready for the chance of a lifetime? Na klar, bin ich dabei. Terrific! We're holding auditions at the studio. Head to Odeon Pictures and take the elevator. You're going all the way to the top, baby. Okay, besuche das Vorsprechen. Anti-Creo Special Mask and Cream. Ah, hier gibt's so viel zu entdecken. Kann ich einfach reingehen? Ja, die meisten Türen sind verschlossen. Der ist einfach reingegangen. Ich will auch rein. Oh, hallo? Ah, das wäre ein Zugang. Okay, wir können hier eigentlich sonst nirgendwo hin, ne? Das war der Fahrstuhl. Ich muss sagen, ansonsten sieht das eigentlich recht schick aus hier, ne? Ziemlich viele Gebäude. Wir sind jetzt hier also in der Hauptstadt gelandet. Die aber auch irgendwie meist nicht begehbar ist anscheinend. Your corporate rival will die of a paper cut. You think I'd get arrested if I climbed up on that to get a look at the things? Nah. Looking for weapons? You've come to the right place. Every Byzantine needs high-quality armaments, and you won't find better anywhere else. Ja, zeig mal, was du hast. Keine legendären Waffen, das ist schon mal scheiße. Ist unnütz. Sturmgewehr Ultra. Ja, die Dinger kenne ich doch schon ohne Ende. Der Abfertiger von Hammersmith. Der Kammerjäger. Ich könnte mir den hier kaufen. Was habe ich? Sublight Scharfschützengewehr. Schaden pro Sekunde 236. Rein theoretisch. What? Ist die hier ja besser, ne? Schaden pro Sekunde 473. Junge. Okay, ich muss leider die legendäre Waffe kaufen. Schrott verkaufen. Zack. So. Ja, komm, wir können eigentlich... Es geht mir gar nichts an Bits. Okay, ich verkaufe mal alle hier die ganzen... Dinge, die ich nicht brauche. Für ein bisschen Kohle. Und dann schauen wir weiter. Aber ich muss sagen, ne? Mit den Modifikationen kann man gut Geld machen. Okay, und jetzt kaufen wir uns noch die Waffe. Ja, weil ich es kann. Sonst habe ich kein Geld mehr. Granatwerfer stehlen. Wenn es so einfach wäre. Es war einfach. Oh, ich habe jetzt einen Granatwerfer. Geil. Wir erstmal direkt auseinanderbauen. Gyroskop direkt bekommen. Nice. Kann man alle gut verkaufen. So, ja, den können wir natürlich nicht modifizieren. Nein. Ach Gottes Willen. Wenn ich den jetzt anziehe, dann wechsle ich doch die Waffe, oder? Ach, das Spiel macht mich wahnsinnig, Leute, ne?
Warum wechselst du denn immer die 1? Ich werd wahnsinnig, ey. Wieso machen wir es nicht einfach so? Wo ist das fucking Problem, Zero? Alter, ich bin so behindert, ne? So. 300? 317, ja, der macht schon mehr Schaden. So, das ist jetzt unsere neue Waffe. Die ist laut. Die ist laut. Aber gut, was soll's. So, jetzt müssen wir halt nur wieder an Geld kommen, um das Ganze aufzurüsten, weil aufgerüstet. Hoho, Leute. Ich habe 8000 noch. Geil. Stimmt, ich hatte ja bekomme ja Prozente. Stimmt, da war ja was. Trinken hast du ja nicht, ne? Ja, wenn wir bei der Werkbank wieder vorbeischauen, wisst ihr Bescheid, was wir machen. Sind das echte Pflanzen? Ich dachte, es wäre das irgendwie ein Stein, der mit Moos bewachsen ist. Ganz, ganz seltsam. Oh, guck mal. Ein kleiner Mythos, ist das süß. Oh. Today's trends are tomorrow's trash. Da ist eine Leiter ins Wasser. Also man kann da runterspringen. Ich werde es gleich mal probieren. Okay, funktioniert. Das Wasser ist nicht tief. Und jetzt haben wir eine Abkürzung. Hierher. Okay, man darf ja einfach nicht rumlaufen und der Mülleimer ist leer. Wie alt ist das denn? Wieso darf man hier nicht rumlaufen? Soldier. Okay, das heißt, wir müssen hier durch die... Ah, okay. Das ist die Vordertür. This property is off limits. Solicitors, loiterers and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. Ich bin hier, um Minister Clark zu treffen. That's funny. The minister isn't expecting visitors. And you don't much look like one of those couriers from HPS. HPS, ja. Genau, das bin ich aber. Sure you are. And what is it you're delivering today? Das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Typical. Why don't you come back when you're ready to actually make a delivery? Okay. HPS. Wissen wir Bescheid. Aber vorher müssen wir die anderen Quests auf jeden Fall machen. Und zwar finde Kleidung für Parvati. You must be me or could each of these homes fit all of Edgewater inside? Cannery and all. Ist einfach so groß hier. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingehen soll. In welche dieser geschlossenen Türen ich gehen kann. After a deep and thorough examination of our budgets, revenue streams and predictive models, we are publishing our yearly success report. Profits are soaring, promotions abound. Thanks to your continued hard work, we are healthier and more productive than ever. In the coming months, Byzantium will be sure to see the Das Geld kann ich gut gebrauchen. Wenn ich meine ultimativen Waffen auflevel. So, okay, Parvati. Du kommst als erstes dran. Ach, guck mal, hier ist noch ein Leben. Wasser, ich brauche Wasser ganz, ganz dringend. Da ist Energy, das ist schon mal ganz gut. Wassertabletten und Wasser an sich. Sonst sehe ich da nichts Flüssiges. Die ganzen pinken Sachen und alles. Muss ich die begreifen, wer das kaufen möchte.
Main Trace Tunnel. I'm on my legally allotted break. Really, I'm supposed to be here. Ach Gott, ich komme wieder. Also wir haben hier so viel zu erkunden, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache erstmal die Quests, die führen mich ja an den meisten Orten, ne? So ist es nicht. Ach, guck mal, da geht's auch noch rein. Das ist eine riesige, geile Skulptur. I've always loved this. You, with the hips, over here. Let me take a closer look at you. Ich mit den Hüften, ja? Kann ich hier rein? Benötigst zum Aufschließen Celestas Schlüssel. Schade. Kein Schlüssel. Der Oxforter. Die Herzogin. Na, coole Sachen hast du hier. Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. Okay. Also bin ich ein natürlicher Weltenbummler. Celeste, you've done it again. I knew from the moment I laid eyes on you that I'd found my muse. I'm Celeste Jolicoeur, and you, my dear, are exactly what Byzantium needs. Ich bin jetzt ein Filmstar und gleichzeitig ein Model. Ich bin ein Filmstar-Model. Was Byzantium braucht, ist, bis auf die Grundfestern abgetragen zu werden. Nein. Versuchst du mir irgendwas zu verkaufen? I'm an artist, darling, not a tweed merchant. I don't sell things. I pollinate the world with art. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me? Klingt doch lustig, ich bin dabei. Marvelous! You and I are gonna wake this city up like a cold splash of wine to the face. What I need is a survey of the outside world. What does the common laborer wear? How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require samples. Also, I expect you to model for me. Du nutzt auch jede Gelegenheit, um mich anzuhimmeln. Was? Kann ich dir nicht verübeln. Oh, you cad! You'll be the talk of Byzantium once I'm done with you. I'll need you to model for me the following. The apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer gear, helmet included. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage spacer's choice pedals. You have the bearing and demeanor of a born model. You're going to absolutely murder this job. Ich werde sehen, was ich tun kann. Fabulous! I can't wait to see what you dredge up. Meine Ingenieurin hat ein Date und braucht ein passendes Outfit dafür. You don't gotta be so forward about my reasons, Captain. Let me get a good look at you. Turn around, please, darling. My word, such muscular shoulders. You're a vision, dear. I am no such thing, ma'am. Nonsense, you're absolutely lovely. Chin up now. I have just the thing for you. Let me do a back of the envelope calculation. Materials, labor, licensing and copyright. There. Moment, hast du überhaupt ihre Maße genommen? Ich habe nirgendwo ein Maßband gesehen. Darling, do I look like an amateur? I read her measurements by eye. And don't you ask, because they're no one's business but her own. Überzeugen und einschüchtern. Gebühren für Lizenzierung und Urheberrecht? Das ist Schwachsinn, kannst du stecken lassen. Nenn mir einfach einen fairen Preis sofort. I
As you wish, darling. Okay. Ich will keine 6000 Bits ausgeben für Ellie. Das sehe ich mal gar nicht ein. Charakter, Fähigkeiten, überzeugen. Da fehlen mir 2 Punkte. Wieso sind die rot geworden, nachdem ich sie... Ja, wieso werden die rot? Die werden nicht rot. Geht's mir irgendwie... Ah, gut. Ich muss essen. Ich muss essen. Vielleicht hilft das schon. I can't... What? Nein. Einschüchtern und überzeugen auf 65. Ja. Einschüchtern und überzeugen. Aber ich bin so knapp vor überzeugen dran. Nur wegen diesem... Scheiß Paranoid-Zeug. Ich fass es nicht. Wie das einfach mein ganzes Let's Play zerstört. Ich habe mein Alkohol verkauft. Charisma, Wahrnehmung, Persönlichkeitsattribute. Ach komm. Also wenn das nicht Persönlichkeitsattribute ist mit Einschüchtern, dann weiß ich auch nicht. Überzeugen. Immer noch 63. WTF. Okay, was haben wir noch für Möglichkeiten? Körperattribute. Mhm. Was ist denn das überhaupt? Dialog. Hatte ich da nicht? Warte. Aus welchen... Überzeugen. I can work here. Ha! Love. That's the ultimate luxury, darling. Love. Oh, gracious me. I don't get why that's funny, ma'am. Oh, my cherub. Who woos for love anymore? That's so precious. All right, Captain. Here is the absolute best I can do for you. Ah, ich schätze 3000 Bits könnten wir auf den Tisch legen. There are some things I simply cannot skimp on. Such a lovely young lady deserves the best. Now stand back. Back, back. I'll enter the settings and get these machines spinning. You'll be broke to bespoke in nearly an hour. 3000 Bits verloren, ey. And there we are, my darling girl. I wish you a splendiferous evening. And if you don't mind my asking, have you any interest in modeling? What? Oh, no, ma'am. All them eyes staring at me? I couldn't. No way, no how. I get scared just thinking on it. I wish you weren't so shy, my Violet. You truly are beautiful. I hope your date sees that as clearly as I. Okay, was kann man bei dir kaufen? Hallo? Kann man bei dir kaufen? Was ist das? Zugangsbeschränkte Ware. Deaktivierter kinetischer Schildprojektor. Okay, Adreno-Simulator. Hält kurzzeitig den Lauftempel, wenn du... Ach so, kenn ich doch schon. Also nichts Besonderes hat sie hier. Also es ist recht lame. Du bist lame. Ich wusste schon immer, dass ich als Model geeignet bin. Und in der nächsten Folge zeige ich euch, dass ich auch als Actor geeignet bin. In diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder. Ciao.